9,50 € für eine Pizza? Nicht mit mir. Als ich die Preise für Lieferpizzen gesehen habe, musste ich ganz dringend los. Ich habe mich gefragt, was kostet es, diese Pizza zu Hause zu machen? Und habe mit dem Teig angefangen. Dafür habe ich Mehl, Wasser, Hefe, Zucker, Salz und Olivenöl vermischt. Und alles mit den Händen für insgesamt 20 Minuten durchgeknetet. Der ganze Teig kostet insgesamt ungefähr 50 Cent. Aus dem Teig, den ich erstmal ruhen gelassen habe, habe ich dann 2 Teiglinge geformt. Also kostet der Teig für eine Pizza auch nur 25 Cent. Beim Einkaufen hatte ich Glück, denn eine Dose Biotomaten hatte eine übelste Delle. Und die Dose habe ich dann statt 1,59 € 1,10 € bezahlt. Nach ungefähr 4 Stunden habe ich die Teiglinge auf etwas Grieß ausgeformt. Darauf die Tomatensoße, Bio-Mozzarella und vegane Salami. Ich wollte probieren, wie sie auf Pizza schmeckt. Und nach ungefähr 10 Minuten im Ofen war meine Pizza fertig. Da ich insgesamt 2 Pizzen aus den ganzen Zutaten gemacht habe, kostete eine Pizza nicht mehr als 2 Euro.